Wir haben ja heute ein Thema, Judasbrief. Ich denke, es ist bekannt, dass der Judas ein Halbbruder von unserem Herrn Jesus Christus war. Er wird zum Beispiel in Markus 6, Vers 5 genannt. Markus 6, Vers 3 wird er genannt. Und ich möchte uns den ganzen Brief lesen, das ist ein kurzer Brief. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Christus Jesus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr das ja wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließe, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Mose verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen, haben sich um des Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei ihren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben. Unfruchtbare Bäume im Spätherbst zweimal erstorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkelheit der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte, nach Adam geweissagt, indem er sprach: siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen, unter ihnen zu strafen, wegen aller ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln, und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Als sie euch sagten: in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren, euch unsträflich mit Freuden vor dem Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht
und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Dieser Brief wird in der Regel immer gleich ausgelegt. Aber ich glaube, dass das gar nicht richtig ist. Dieser Brief wird in der Regel immer so dargestellt: Hier demaskiert der Apostel die eingeschlichene falsche Irrlehrer. Das ist ein Teil des Ganzen. Aber wenn man jetzt den Brief einmal ganz genau liest, und ich möchte ihn jetzt einmal umsetzen auf die Endzeit, weil er nämlich sagt, und zwar, dass eben in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, diese Dinge geschehen werden, und dann sieht man etwas, und zwar, es geht in diesem Brief zwar um die Irrlehrer, aber zuerst einmal geht es um meine Haltung. Und jetzt haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Er sagt hier, ihr müsst für den Glauben kämpfen. Wer sich ein bisschen auskennt mit Strategie, mit Krieg, mit Schlachten, mit Auseinandersetzungen, der weiß, dass ein Zwei-Fronten-Krieg meistens schon sehr schwer zu gewinnen ist. Ein Mehrfronten-Krieg wird ganz schwierig. Das siehst du auch, was dann im Dritten Reich geschah. Du könntest im Voraus sagen, sowas geht nie gut. Und geistlich ist es gleich. Zu mir sagte mein Bruder in der Phase, wo ich mich mit dem modernen Theologen auseinandergesetzt habe, mit der Pfingstbewegung, mit Verführungen, mit allen möglichen Dingen, sagt der alte weise Bruder zu mir, du hast eine breite Front eröffnet. Er wollte mir sagen, du hast an vielen Punkten, wo du praktisch tätig bist, Krieg und Kampf, und im Prinzip, pass auf, dass dir das nicht zum Verhängnis wird. Er hat recht gehabt. Der Teufel natürlich ist ein Lügner, sagt das Johannes-Evangelium. Er ist ein Täuscher. Er täuscht uns und versucht uns in eine geistliche Auseinandersetzung hineinzuführen, wo gar nicht der Hauptkriegsschauplatz ist. Im Krieg haben wir von der Hauptkampflinie gesprochen, das ist dort, wo es gegolten hat. Wenn die verloren war, war in der Regel die Schlacht verloren. Ein Teufel wird immer alles tun, dass wir uns nicht um den geistlichen Bereich kümmern, wo der geistliche Krieg wirklich gekämpft werden muss. Wisst ihr, ich war mal auf einer Konferenz, ich habe es ja schon mal auch hier erzählt, und es war für mich dramatisch. Wir haben Referenten gehabt, es war eine Endzeitkonferenz oder Warnkonferenz, so muss man sagen, gegen den Katholizismus, gegen die Pfingstbewegung, gegen liberale Theologie, gegen alles. Und je länger ich mir das angehört habe, wurde mir etwas klar. Mir war klar, das ist ja gar kein Problem. Ein wiedergeborener Gläubiger, der einigermaßen erwachsen ist und die Bibel kennt, der geht da in keine Falle. Der durchschaut das alles. Und da bin ich vor, ich war einer der Letzten, der reden musste, und dann habe ich was gemacht. Das hat wohl der Leiter dieser Konferenz so geärgert. Ich habe dann meine Brüder gefragt, ob sie denselben Eindruck hatten. Ich habe den Eindruck gehabt, der zieht mich gleich runter. Und ich habe dann ganz einfach gesagt, Brüder, alles, was wir jetzt gehört haben, ist überhaupt keine Verführung. Ich habe gesagt, Verführung ist, was du nicht merkst. Und das ist das Problem. Und es ist ganz einfach so, oft stellt uns der Teufel Dinge, die eigentlich gar kein Problem sind, geistlich vom Kampf her, vor die Augen, dass wir uns mit dem beschäftigen. Und in Wirklichkeit, da wo der Krieg ist, wo ich die Schlacht geistlich verliere, da versucht er mich zu umnäbeln, dass ich dort nämlich nicht kämpfe. Wisst ihr, wir haben jetzt eine außergewöhnliche Zeit. Ich sehe natürlich auch, dass das, was heute geschieht mit diesem Corona, und ich möchte zwei ganz klare Statements zu dem abgeben. Einmal, Corona ist aus meiner Sicht wahrscheinlich gefährlicher, wie man denkt. Und es ist wahrscheinlich auch gezüchtet durch irgendein chemisches Kampfmittel, nach dem sieht es zumindest aus. Und man muss hier aufpassen, wenn es jemand wirklich bekommt. Ich weiß, Krankheitsverläufe, die sind katastrophal. Aber was man hier draus macht, von der Anzahl, von der Menge, von der Schutzbedürftigkeit, ist vollkommen überzogen. Und das hat schon der Charakter von Offenbarung 13, dass man versucht,
die Situation aus Offenbarung 13 a, entweder zu testen, wie weit man gehen kann, zum Beispiel mit einer Zwangsimpfung. Wer würde sich zwangsimpfen lassen? Das sind auch die, die dann letztendlich eventuell, niemand weiß es, bereit wäre, das Mahlzeichen anzunehmen. Also es ist entweder ein Test oder es ist schon der Auftakt. Wissen wir nicht. Aber man kann sich jetzt an diesen Punkten, kann man sich zerreiben und kann der große Krieg führen. Und die Frage ist das jetzt dran? Was muss ich tun? Wisst ihr, wenn du mit den Leuten redest, sie denken nur, Angriff auf unsere Gemeinde. Ich muss sagen, Entschuldigung. Ja, was ist, wenn es eine Heimsuchung vor Gott ist? Eine Heimsuchung vor Gott hat immer den gleichen Charakter. Eine Heimsuchung vor Gott ist etwas, wo Gott mich bestimmten Dingen ausliefert, auch antichristlichen Kräften, um mich zu prüfen, um mich ins Licht zu stellen, um das hervorzubringen, was vorher nicht da war. Und das sehe ich heute bei Corona. Es kommen jetzt Dinge heraus im Reiche Gottes, auch bei Gläubigen. Die haben wir vorher nicht gesehen. Das ist immer durch die Maschine, wenn die Fabrik läuft, kaschiert und vertuscht worden. Jetzt kommt plötzlich alles raus. Wisst ihr, jetzt muss ich ja ernstlich vor Gott sagen, was willst du, dass ich tun soll? Und ich sehe in diesem Judasbrief was ganz, ganz Einfaches. Die Bibel beginnt, das müssen wir etwas sehen, das ist ein Halbbruder Jesu gewesen. Er sagt nicht, so wie es ein normaler Mensch machen würde, voll stolz, ich bin ein Halbbruder Jesu. Er sagt was ganz anderes. Er sagt, ich bin der Bruder des Jakobus. Der andere Halbbruder Jesu. Und dann sagt er, es ist entscheidend, ich bin ein Berufener, vor Gott dem Vater geheiligt. Wie hat Gott uns geheiligt? Das schreibt er uns in 3. Mose Kapitel 1 bis 7, wo er ganz genau die Blutopfer beschreibt und man wird dann einfach als Leser der Bibel deutlich darauf hingewiesen, nur durch das vergossene Blut des Opferlammes wirst du gereinigt. Das ist beim Jakobus im Herzen drin. Und dann sagt er, und vor Gott dem Vater bewahrt werden, in Christus nämlich. Und dann sagt er klipp und klar, der Herr Jesus, der letztendlich hier sein Halbbruder ist, aber er sieht hier einfach, er ist Mensch und der Jesus ist gleichzeitig der Sohn Gottes und gleichzeitig der Sohn des Menschen, er ist der Herr. Und damit zeigt er an, wie ein Paulus, dass er ein Sklave Jesu Christi ist. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Bei diesem ganzen Judasbrief, bei diesen ganzen Thematiken, die Thematiken, die es gibt, die sind unterschiedlich. Man kann auch einen Brief aus 27 Perspektiven lesen, es geht alles. Aber eines ist ganz klar, ich möchte es einfach betonen, das, was er hier sagt, dass wir den Kampf des Glaubens kämpfen müssen, das ist das, was wie ein roter Faden durch dieses Ganze durchgeht. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Alles, ich meine wirklich alles, was im Reiche Gottes geschieht, was mit meiner persönlichen Nachfolge zu tun hat, was mit meinem Dienst in der Gemeinde Jesu zu tun hat, ist immer zuerst eine Sache zwischen mir und dem Herr Jesus. Und dann einmal lang mit gar niemandem mehr. Versteht ihr? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Bei diesem Brief geht es darum, was nehme ich für eine Haltung ein? Und er stellt die Irrlehre ja gegenüber. Das heißt, ich muss eine Haltung einnehmen, die völlig gegensätzlich ist zu der Haltung der Irrlehre. Darum sagt auch die Bibel in 2. Korinther 8,5, sie gaben sich hin, nicht einer Gemeinde, nicht einer Sache, nicht einem Dienst, nicht einer Berufung. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn und dann uns. Das heißt ganz einfach, alles was ich tue, lege ich mich am Herr Jesus auf den Altar und dann schickt er mich los. Es ist immer Zeit zwischen mir und dem Herr Jesus, so ist gar nichts. Und in der Endzeit wird es noch viel krasser, weil die Bibel beschreibt ja, ich bin überzeugt, dass das schon passiert ist, dass der Schlund, der Abgrund geöffnet wurde und dass Dämonenheere über diese Erde gehen. Du könntest niemals erklären, mit anderen Argumenten, dass weltweit, auf der ganzen Welt, plötzlich alle verrückt sind. Wisst ihr, wenn man zu mir sagt, und wenn ich heute da Stellung dagegen beziehe, dann muss ich schon aufpassen, dass ich mich nicht strafbar mache. Wenn ich ganz klar sage, von Gott her gibt es ganz genau zwei Geschlechter und nicht 67. Wenn plötzlich so eine voll idiotische Idee, anders kann man das nicht nennen, wie ein Lauffeuer über die ganze Erde geht, alle Sünde, die vielleicht nur 0,5% der Menschheit betreffen, die vor Gott vollkommen unter Strafe gestellt werden vom sexuellen Gebiet, plötzlich
geschützt werdet, alles normal wird, dann muss doch im letzten dämmern, dass hier etwas Furchtbares im Gange ist. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Punkte betreffen mich ja gar nicht. Ich sehe die. Ich sehe Enze. Ich sehe das alles. Aber der entscheidende Punkt ist, und auch nur auf das wird es ankommen, und das sagen auch die Briefe in der Regel, die Lehrbriefe, dass sowohl in Paulus, auch die andere Apostel, sie wollen, dass wenn der Herr Jesus kommt, dass ich nicht zu Schande werde, dass ich bereit bin, dass ich vor Gottes Angesicht stehe und dass mein Verhältnis zu ihm in Ordnung ist. Wisst ihr, und das ist das, er sagt hier, du musst für den Glauben kämpfen. Es geht immer, egal was man für eine Thematik hat, um meinen persönlichen Glauben. Ich bin durch den Glauben gerettet worden. Epheser 2, könnt ihr lesen, von Vers 4 bis Vers 10. Ich konnte der Herr Jesus im Glauben, nachdem der Heilige Geist in meinem Herz gewirkt hat, mich von Buße praktisch zum Glauben geführt hat, überführt hat von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, wo er mir der Herr Jesus geoffenbart hat, konnte ich ihn als Erlöser annehmen im Glauben. Da begann mein Glaubensleben. Er, der Herr Jesus, ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und jetzt sagt er klipp und klar, und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich denke, da muss man einfach nüchtern sachlich sein. Kolosser 2 zeigt es nochmals. So wie ihr ihn angenommen habt, genau gleich wie bei der Wiedergeburt, so wandelt jetzt in ihm, auferbaut, gefestigt in ihm. Also immer das Gleiche, immer die Glaubenshaltung Herr Jesus gegenüber, immer muss das geistliche Wirkungen auslösen. Das muss hervorragende Wirkungen auslösen, dass ich erbaut bin, dass ich stabil bin, dass ich stark bin, dass ich geistlich vorwärts gehen muss. Und um das muss ich kämpfen. Ich habe Leute, die können dir alles erklären. Jede Verführung, die läuft auf diesem Erdball. Aber geistlich sind sie so wackelig wie ein Kuhschwanz, darf ich es mal so sagen. Wenn ich sehe, was die geistlich zu sagen haben, muss ich sagen, wisst ihr, was er zu sagen hat? Ganz einfach, mit einem Wort, nichts. Und dann ist es mir völlig egal, ob jemand dann auch noch jede hinterhältigste und letzte Verführung kennt. Das bringt mir doch nichts. Wenn ich vor Gott in Christus stehe und mit dem Herrn Jesus in Ordnung bin, dann gehe ich nicht in die Falle. Versteht ihr? Es ist ausgeschlossen, dass jemand, der vom Angesicht Jesu steht, verführt wird. Das geht gar nicht. Und jetzt sagt der Jesus, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und wenn du jetzt alle Parallelstellen liest, siehst du, dass das verhindert wird, wenn ich vor seinem Angesicht stehe. Und das ist das, wie stehe ich vor seinem Angesicht? Durch Jesu Blut habe ich Zugang ins innerste Heiligtum. Im Glauben versammle ich mich zu ihm hinauf. Und das ist das, was hier der Jakobus sagt. Du musst für diesen Glauben kämpfen. Du musst in Ordnung sein mit Gott. Dann sind die Dinge, die hier beschrieben sind, kein Problem. Wir gucken nachher gleich, wo ein paar so schwierige Dinge sind. Gell? Und er zeigt dann halt, dass eben ich durch die Barmherzigkeit und durch das ganze Wirken Jesu Christi Friede mit Gott habe. Epheser 2, 13, 14, Römer 5, 1, ganz wichtig, ich habe Friede mit Gott. Es ist zwischen mir und Gott jetzt alles in Ordnung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, ihr sollt einander lieben, dann muss ich mich nicht anstrengen zu lieben. Ich muss nur in Christus bleiben, muss nur mein Herz öffnen und dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, in meinem Herzen zu wirken. Dann kommt automatisch Gemeinschaft zustande, dann kommt automatisch die Liebe zu den Heiligen zustande. Das ist ein Automatismus, der wird ausgelöst von meiner Glaubenshaltung meinem Jesus gegenüber. Versteht ihr? Und um das müssen wir kämpfen, auch in der Endzeit. Und weil diese Dämonenheere eben inzwischen einen Zeitgeist geschaffen haben und eine Umgebung, die teuflisch, dämonisch und so schlimm ist, wie sie gar nicht schlimmer sein könnte, ist es umso wichtiger, dass ich mich von denen nicht ablenken lasse, dass ich mich nicht vom Teufel reizen lasse, dass ich jetzt anfange, auf die loszugehen und mich mit denen in den Kampf einzulassen, sondern dass ich das zwar sehe, wachsam bin, nüchtern, sachlich, von der Schrift her sehe, das richtig beurteile. Dass aber eines klar ist, alle diese Dinge, Matthäus 24, 12, was sagt es? Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und was ist die Wirkung? Die Liebe zum Herrn Jesus wird erkalten. Das heißt, alle diese Zustände wirken auf mich ein, dass in meiner Haltung am Herrn Jesus und seinem Vater, unserem Gott und Vater gegenüber, kaputt machen. Also muss ich kämpfen, dass ich der Glaube Jesu Christi, so heißt es im Urtext, dass ich der Glaube Jesu Christi habe, den er in mir gewirkt hat. Und wir haben laut 2. Korinther 4, 13, der Geist des Glaubens. Mit dem Heiligen Geist habe ich biblisch die Fähigkeit, absolut
normal geistlich biblisch zu glauben, dass ich mir das erhalte. Und das ist der Kampf, um den es in der gesamten Endzeit geht. Wisst ihr, wenn ich dann weiterlese, Lukas 18,8, dann sagt der Herr Jesus zum Beispiel, er sagt nicht, die Verführung wird furchtbar werden, es wird alles schrecklich sein, sagt er überhaupt nicht. Er sagt was ganz anderes. Er sagt, beim Gleichnis vom ungerechten Richter, meint ihr, wenn er sieht, dass diese Frau unbeirrbar vom Angesicht des Richters erscheint und praktisch stehend regelrecht quält, dann sagt er, meint ihr, und ich glaube, da haben wir im Deutschen da das den fett drucken durfte, meint ihr, dass wenn ich wiederkomme, also in der Endzeit, dass ich den Glauben finden werde? Und die Antwort, die ihr erwartet, ist klar, nein. Also unser Kampf geht um meine Glaubensstellung, wirklich, vor Gott in Christus. Man muss das einfach einmal ganz nüchtern sehen, er redet hier, auch ihr müsst kämpfen. Da steht Epiagonitestai. Agonie ist in der Medizin der Ausdruck, den man gewählt für den Todeskampf. Im Griechischen ist das nicht ganz so. Im Griechischen meint es einfach einen heftiger, ringender Kampf, wo es nur ganz nahe geht. Das heißt, das ist nichts, wo man so ein bisschen sagen kann, hör, ich glaube ja. Sondern schon Kampf auf Leben und Tod. Wir waren jetzt bei der Freizeit in der Schweiz, die musste ich halten. Dann war hier gleich Endzeitkonferenz dazwischen. Jetzt musste ich noch Beerdigung heute halten, das war bei uns schon heftig. Und ich muss ehrlich sagen, meine Frau, wir haben das dann einfach so empfunden, so ein geistlicher, wie soll ich sagen, Angriffskrieg, so Welle von Angriffe, wie das gelaufen ist, habe ich, glaube ich, seit ich gläubig war, noch nie erlebt. Das ist ein Krieg, das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Warum hat das hingezielt? Ich habe es am Anfang gar nicht gemerkt, aber es hat ganz klar darauf hingezielt, dass du das tust, was der Paulus in 2. Korinther 4,16 verbietet, dass du entmutigt wirst. Dass du einfach die Nase voll hast, sagst, will ich jetzt nicht mehr. Weißt du, du wirst zermürbt. Das ist dieser Kampf. Und um das geht's. Und Jakobus, der andere, und Judas, und der Paulus, und Petrus, alle die Apostel, die Gott benutzt hat, hier die Briefe zu schreiben, die haben einen gewissen Tenor, also einen Gleichklang, wo sie das Gleiche sagen. Es geht immer darum, dass du eine bestimmte Glaubenshaltung einnehmen musst. Und dass, wenn das stimmt, dass der Rest automatisch kommt. Und darum ist der Kampf um den Glauben. Und wenn du die jetzt einmal in Ruhe anguckst, es ist ganz einfach so, er sagt hier klipp und klar, und wenn du alles siehst, er bringt dann sehr viele Musterbeispiele, es geht einfach darum, auch in der Endzeit, und wenn die Umstände noch so schlimm werden, den Glauben zu bewahren. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Du musst den Glauben bewahren, wenn es dir gut geht. Du musst den Glauben bewahren, wenn es dir schlecht geht. Du musst den Glauben bewahren, wenn du völlig kaputt bist. Du musst den Glauben bewahren, wenn du, ich sag's einmal vorsichtig, fast fröhlich, locker dahin schwebst. Es spielt überhaupt keine Rolle. Die Falle des Teufels sind nicht immer nur negativ. Die können auch so sein, dass dir wunderbar geht. Dass du vor lauter Freude und vor dem, dass dir gut geht, gar nichts mehr merkst. Das heißt, er hat 100.000 Spielarten, den Glauben anzugreifen. Aber eines ist klar, der Teufel greift den Glauben an. Und er greift es an auf zwei Arten. Der Teufel greift immer auf zwei Arten an. A, das ist ganz zentral, 2. Korinther 10, Vers 4, Epheser 6, er greift mich geistlich, psychisch in Gedanken an. Wisst ihr, wir haben oft diskutiert, meine Frau und ich, ist der Gedanke jetzt von Gott, ist er vom Teufel oder ist er von mir? Kannst du manchmal nicht unterscheiden. Aber laut Epheser 2, die erste drei Verse, greift der Teufel mich innerlich an als Mensch. Die Ungläubige sowieso, aber auch bei Gläubigen, er greift an über Gedanken. Das ist der erste Ergriff. Der zweite Ergriff ist der, wo hier Jakobus schildert, er nimmt Menschen. Er nimmt einfach Menschen. Er nimmt diese Menschen, die hier furchtbar sind, von denen er sagt, sie sind so, dass wie bei den Engeln, die dann im Tartarus verwahrt wurde, das ist die Engelhölle. Er sagt hier, diese Leute sind so schlimm wie die Engel, die dort waren, und es wird ihnen das Gleiche geschehen. Sie werden verloren gehen.
Also er nimmt zwei Ebenen, wo die Ebene jetzt ausgelöst wird, das weißt du vorher nie. Aber wenn ich jetzt das ganz nüchtern sachlich sehe, auch die Engel als warnendes Beispiel, was haben denn die Engel gewollt? Wisst ihr, es geht immer ums Gleiche. Was haben die gewollt? Was hat Satan zu Satan gemacht? Er wollte sein wie Gott. Er wollte nicht mehr sich Gott unterwerfen, sondern er wollte selber, dieser schirmende Cherub, wollte selber praktisch wie Gott sein. Jetzt kommen wir zum ganz zentralen Punkt. Der Kampf des Glaubens hat immer zwei große Ebenen. Einmal das kindliche Vertrauen, dass Gott der Vater durch das, was der Herr Jesus getan hat, mit mir völlig zufrieden ist. Das heißt, das Blut Jesu Christi reicht aus. Ich kann vollkommen Gott mein Vater nennen, mit ihm in Gemeinschaft sein, ihm alles anbefehlen, wegen Blut Jesu. Das ist mal wunderbar. Das Zweite, das ist dann die Folge davon, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich habe heute, ich musste ja viel fahren heute, dann habe ich mir etwas erklärt, das höre ich eigentlich gar nicht ungern an. Da kommt im Südwestfunk kommt manchmal, dass man Menschen interviewt. Und da hat mein Enkel von Walter Ulbricht, vom damaligen Staatschef der DDR, interviewt und hat praktisch seine ganze Biografie beschrieben, war hochinteressant. Ja, denn der hat einen Satz gesagt, der hat mich getroffen. Er sagt, als man Ulbricht, das war ja Honecker, der ihn entmachtet hat, als Ulbricht entmachtet wurde, dann hat er gesagt, hat er nicht rebelliert, war er nicht verbittert? Dann hat er einen Satz gesagt, da war ich perplex. Ich habe gesagt, wenn nur die Gläubigen so wären, eigentlich muss ich jetzt hier sagen, er hat gesagt, wenn das Politbüro etwas beschlossen hat, dann war es so, dann hat man sich nur noch zu unterwerfen gehabt. Da gab es keine Rebellion. Wenn die Gläubigen so wären, wenn ich tatsächlich das akzeptieren würde, dass ich ein Sklave Jesu Christi bin, nur im Glauben vor seinem Angesicht stehen muss und das, was er tut, dass das gesetzt ist, da gehört auch mein Tod dazu, da gehört auch meine Gesundheit dazu, da gehört mein Wohlstand dazu, da gehört alles, meine gesamte Situation dazu, dann würde ich Psalm 77, 11 akzeptieren. Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Wer ist die rechte Hand des Herrn? Psalm 118, der Herr Jesus. Das heißt, wenn der Jesus in meinem Leben etwas anordnet, dann bin ich ein Sklave. Ich kann mit ihm nicht rumdiskutieren. Ich kann das auch nicht unterlaufen. Wisst ihr, drum kommt mein Problem auch mit Corona. Mir macht es gar keine Sorge, dass Menschen das anders sehen, der eine so, der andere so. Was mir Sorge macht, ich habe es vorher schon gesagt, wenn ich mit 100 rede, ich finde meistens nicht mehr wie 2 oder 3, die überhaupt fragen, was sagt der Gott dazu? Hat Gott das zugelassen? Warum hat er es zugelassen? Ist eine Heimsuchung? Was ist das? Wisst ihr, wir sind inzwischen so autonom, wir leben, wie wenn wir keine Sklaven wären. Ich sage gar nicht, dass die Gläubigen nicht gläubig sein wollen, nicht gehorsam sein wollen, nicht Gott dienen wollen. Das schließe ich gar nicht aus. Ich möchte es niemandem unterstellen. Aber ich weiß es von mir, man kommt in eine Haltung rein, wo man einfach so, wie man dieses Leben lebt, einfach dahin lebt. Hat ich doch klar, was Gott will? Ist es klar? Ist es klar? Wisst ihr, ich habe mich erwischt, wenn du mich gefragt hättest, wie oft ich Bibel gelesen habe, ich kann es nicht beantworten, aber ich habe sie oft ganz durchgelesen. Ich habe jetzt ja angefangen, im Neuen Testament einfach alles zu unterstreichen mit anderen Farben oder zu kästeln, was der Vater im Himmel betrifft, was der Herr Jesus betrifft und der Heilige Geist. Wisst ihr, was ich praktisch erlebt habe hier? Ich hatte einen Schock. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich Stellen hunderte Mal gelesen habe, und immer suggeriert habe, das ist der Sohn. Jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben, oder das zweite Mal, ganz pingelig genau gelesen, es ist der Vater. Ich habe einfach festgestellt, mein religiöses Leben produziert eine Anschauung, wo ich praktisch sage, kennt ihr das, wenn du mit jemandem diskutierst und der sagt dann, bevor du ausgeredet hast, ich weiß, kennt ihr das? Und genauso sind wir Gott gegenüber. Ich weiß. Ach ja, das ist doch klar, dass das bedeuten muss. Wisst ihr, und das, was hier der Jakobus meint, dass man letztendlich der Glaube verteidigt, heißt, vom Angesicht Gottes stehe durch der Herr Jesus, durch sein Opfer und gleichzeitig sich in der Jesus als Sklave zu unterwerfen. Wissen, das ist etwas,
was in der Endzeit aus meiner tiefsten Überzeugung die einzige Herzenshaltung ist, durch die man überlebt. Mit der anderen überlebst du nicht. Was da auch die Gemeinde sagt, das ist mir völlig egal. Gell? Und er redet dann, wenn er es in Ruhe anguckt, zum Beispiel, er beginnt in 5 und sagt, er hat die vertilgt. Es ist hochinteressant. Da steht es im Präsens aktiv, Partizip Präsens aktiv, also im Dauerzustand. Er sagt, die nicht glaubten. Er sagt nicht, die ein Götzebild aufgestellt haben. Er sagt nicht, die wachteln wollten oder denen das Manna nicht mehr geschmeckt hat. Sondern er sagt, die nicht glaubten, sie haben ihm nicht geglaubt. Guckt her, warum durfte Mose nicht ins verheißene Land? Ich sag's ganz ehrlich, das ist eines vom Tiefsten, was mich bisher in meinem Leben getroffen hat, dass Mose nicht rein durfte. Der durfte nur bis Jordanien, ist euch das klar? Müsst ihr mal die Karte angucken. Warum? Gott sagt zu ihm, rede zum Felsen. Jetzt hätte Gott glauben müssen, dass er reden muss. Mose wusste es besser, er hat den Felsen geschlagen. Gott sagt, der Ungehorsam bedeutet, dass du nicht reingehst. Wenn Gott so mit uns handeln würde, wo wären wir alle? Wisst ihr, aber wir haben uns daran gewöhnt, dass wir einfach nicht das tun, was Gott will, nicht fragen, nicht im Glauben das annehmen, sondern dass wir unsere eigene Meinung letztendlich in den Vordergrund stellen. Und das ist ein endzeitliches Phänomen, weil, ich möchte es einmal ganz klar sagen, der Jesus sagt ja, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und das Buch Richter ist das Buch der Gesetzlosigkeit, ist die schattenbildliche Darstellung der Endzeit der Gesetzlosigkeit. Und da steht im letzten Vers, Kapitel 21, 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Die Gläubigen haben nicht begriffen. Das wahre Glaubensleben tut nie, was es selber denkt. Sondern das wahre Glaubensleben tut immer das, was der Herr sagt, weil ich ja nur ein Sklave bin. Wenn ich dann die Leute sage, was sagt Gott dazu, dann merke ich, auf die Idee kamen sie gar nicht, das überhaupt zu fragen. Und da geht der Kampf. Und dann sagt er, die nicht geglaubt haben, hat er letztendlich vertilgt. Und er beschreibt dann, wenn man die Haltung hat, dann ist die Gefahr da, was bei denen passiert ist. Die sind in Unzucht gefallen. Wisst ihr, ich hab Ehebücher von Glaubensrichtungen bekommen. Ich könnte euch den Namen von den Autoren sagen. Das sind Bücher, wo ich sagen muss, die sind so kriminell gewesen, dass ich sie einem Gläubigen nicht in die Hand geben will. Ich will sie denen nicht in die Hand geben. Da steht in einem dieser Glaubensbücher, wo auch sexuelle Praktiken so beschrieben sind, wie ich sage, wenn die Welt es so beschreibt, ist okay, aber nicht die Gläubigen. Und da sagt er zum Beispiel, weißt du, und wenn du jetzt merkst, dass du ein behindertes Kind kriegst, wenn du es von deinem Gewissen her vereinbaren kannst, dann dreh es halt ab. Einer der größten Glaubensführer Amerikas, in Deutschland verbreitet ohne Ende. Wisst ihr, Entschuldigung, ihr begreift. Es ist so, ich muss lernen, auch im Kleinen zu fragen, glaubensmäßig, also immer die zwei Punkte. Ich stehe vorm Angesicht Jesu und da muss ich sagen, Herr, ich habe es auch lernen müssen. Vater im Himmel, zieh nicht mich aus und das kostbare und teure Blut und dann vollkommen im Glaube zuzustimmen, damit ist Gott der Vater mit mir vollständig zufrieden. Dann hört jede Gesetzlichkeit auf, dann hört alles Falsche auf. Und dann zu sagen, weil das so ist, kann ich es mir leisten, ein Sklave zu sein, mich ihm hinzugeben und sagen, du hast das Sagen. Wir haben immer so eine Vermischung aus halb nicht glauben, halb selber machen, Eigeninitiative. Und das Problem ist ganz einfach, ich bin vor Gott in Christus, so sagt Paulus. Und er sagt dann die ganze Grenze. Und wenn du die Grenze überschreitest, das ist der erste Korintherbrief, Kapitel 5, dann kommt diese Unzucht, wo Gott sogar Menschen töten musste. Dann kommen Träumereien, Fabeln, Unbiblisches, dann werden Finsternismächte gelästert. Dann kommt das an alles. Ich kann euch nur eines sagen und ich warne euch auch mit drin seid. Wenn ihr Leute habt, die gegen Finsternismächte locker auftretet, dann geht weg. Wisst ihr, das haben die extremen Pfingstler haben das gemacht. Smith Wigglesworth, wem das was sagt. Er hat gesagt, wenn der Teufel kommt, stampfe ich wie bei einem Hund und jage ihn weg. Das ist immer das Zeichen, dass man nicht echt ist. Und die Bibel beschreibt das, wenn jemand so ist, hier sagt er, das sind die Nicht-Echten.
Der Engel hat nicht gestritten um den Leib Moses. Warum? Warum wollte der Teufel den Leib Moses? Ist ja klar, was der damit machen wollte. Er wollte Reliquie. Er hat ein neues Götzenbild aus Moses Leib gemacht. Wisst ihr, und das ist einfach so. Ich muss alles mit dem Herr Jesus regeln. Ich habe nicht den Auftrag, ich habe nur den Auftrag, die Waffenrüstung anzuziehen, mit dem Schwert des Geistes, mit der Bibel, mit dem Schild des Glaubens, den ich ja habe, durch den Geist des Glaubens, mich zu wehren, letztendlich, gegen die Finsternismächte. Aber ich habe nicht den Auftrag, die Finsternismächte zu lästern. Ich habe nicht den Auftrag, sie anzugreifen. Ich habe nicht den Auftrag, sie anzureden. Zeigt mir eine Stelle. Es gibt eine Stelle in Apostelgeschichte 16, aber nur Ausnahme, wo Paulus praktisch einen Dämon anredet und ihn wegjagt, weil er ihm einen Skandal öffentlich hier gemacht hat. Aber das ist eine völlige Ausnahme. In den Lehrbriefen findest du das alles nicht mehr. Das heißt zu Deutsch, ich muss geistlich keusch sein. Ich muss mir immer wieder sagen, es ist alles nur zwischen mir, meinem Gott und Vater und der, der das Angesicht Gottes ist, ist der Herr Jesus, ist nur Sache zwischen mir und ihm. Das heißt, ich muss nur gucken, dass das in Ordnung ist. Und alles, was da draus kommt, wird nur so geistlich richtig gehen, wenn ich erwarte, dass er mich schickt, dass er mir die Impulse gibt. Es kommt von ihm, nicht von Menschen, auch nicht von meiner Vorstellung. Ich habe in mir festgestellt, dass ich in diese Haltung, wo man das nicht tut, reinrutsche, ohne es zu merken. Das ist einfach der Mensch, der ist so. Das heißt, ich muss immer vorm Angesicht Jesu. Warum sagt Paulus, ich rede vor Gott in Christus? Ich muss immer vorm Angesicht Jesu stehen bleiben, sonst gehe ich den Weg Kains, wird hier beschrieben in diesem Brief. Dann gehe ich den Weg Kains ab Vers 11. Was war der Weg Kains? Ist relativ einfach. Der Weg Kains war das falsche Opfer. Abel hat das richtige Opfer gebracht. Er hat ein Tier getötet, hat Blut stellvertretend vergossen. Es hat Gott angenommen. Kain nahm von den Früchten des Erdbodens. Der Erdboden ist laut 1. Mose 3, Vers 17 verflucht. Das heißt, er hat ein falsches Opfer gebracht. Ich wollte nicht gucken, wie viele Gläubige falsches Opfer bringen, statt aufs Opfer Jesu zu reagieren. Und die Bibel sagt, du kannst sogar dein Leib zerstören lassen. Du kannst alles tun, 1. Korinther 13, wenn aber das nicht aus der Liebe Gottes kommt, wo äußert sich die Liebe Gottes? Im Opfer Jesu Christi. Wenn es aus dem nicht kommt, vor Gott wertlos. Wisst ihr, dann gehe ich zum falschen Opfer. Das ist ja der Katholizismus, der das Opfer Jesu nachvollziehen will in der Messe. Verlästerung. Das nächste sagt der Betrug Bileams. Um was ging es bei Bileam? Bileam ist eine Vermischung. Er war ein Prophet Gottes und gleichzeitig ein Okkultist. Vermischung. Wenn du nicht vor Gott in Christus bleibst in der Endzeit, wird es dem Gläubigen nicht möglich sein, sie von den Vermischungen letztendlich, das ist auch Halbfrömmigkeit, ich sag mal so, zu distanzieren. Da kann man dir alles verkaufen. Und dann kommst du halt so weit, dass du dann das machst, was Gemeindewachstumsbewegung gemacht hat. Dann öffnest du die Türe überall. Du willst ja die Leute erreichen. Übrigens, könnt ihr mir mal aufhelfen, könnt ihr mir mal die Bibelstelle zeige, wo steht, dass ich die Leute erreichen muss. Ich finde keine. Ich kann die Bibel lesen, wie ich will. Ich finde keine. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Du musst alle Zeit bereit sein, Rechenschaft abzulegen gegenüber den Ungläubigen, über die Hoffnung, die in dir ist. Was heißt das? Die säet an deinem Benehmen, an deinem Leben, an deiner Hingabe, säet die, dass du anders bist und das, was anders ist. Zu mir kam schon, ich war der Lehrlingsausbilder, zu mir kam schon Lehrling, haben gesagt, wenn die Bank praktisch vorbei war, saß der bei mir am Schreibtisch und hat gesagt, Herr Kaufmann, darf ich Sie was fragen? Sag ich, was haben Sie für einen Glauben? Warum fragt er? Wisst ihr, das ist das, was Gott will. Er will das Echte. Aber wenn du Vermischung machst, Bileam, dann kommst du plötzlich auf die Idee, was extreme Kreise machen, dann legen sie Autos die Hände auf und glauben, dass die sich dann bekehrt. Wisst ihr, das ist Bileam. Aber das fängt schon viel kleiner an. Ich glaube plötzlich, wenn ich bestimmte Dinge tue, und dann nimmt selbst Gesellschafter wie Hudson Taylor, das China-Inland-Mission nicht aus, Hudson Taylor, ich muss ja lächeln, Hudson Taylor würde heute von seiner eigenen Gesellschaft nicht mehr ausgesandt, weil er die Bedingungen nicht erfüllt. Die haben jetzt Bedingungen, die sind so, dass man Hudson Taylor nicht mehr ausschicken könnte.
Und Samuel Heppich können wir gleich gar nicht ausschicken. Das heißt, es geht nicht mehr darum, wen sendet Gott. Wenn Gott jemand sendet, dann ist es völlig egal, ob der groß ist, ob der klein ist, ob der intelligent ist, ob der dumm ist, ob der emotional ist, ob der vollkommen phlegmatisch ist, spielt überhaupt keine Rolle. Er sucht raus, wenn er sendet. Das habe ich zu akzeptieren. Da braucht man keiner, im Reich Gottes geltet keinerlei Titel, im Reich Gottes geltet keinerlei menschliche Voraussetzungen, sondern nur vor Gott in Christus. Wenn jemand vor Gott in Christus steht und Gott sendet ihn, dann habe ich zu akzeptieren, dass Gott ihn gesandt hat. Keine Vermischung, indem man plötzlich Managementmethode in die Gemeinde Jesu reinbringt. Das ist alles Endzeit. Das passiert jetzt in der Endzeit. Drum ist der Judasbrief ein hochkarätiger Endzeitbrief, wo uns warnt, vor diesen Dingen wegzugehen, für den Kampf des Glaubens alle Kräfte zu mobilisieren, nämlich vom Angesicht Gottes stehen zu bleiben. Und dann kommt Korah. Was ist Korah? Rebellion. Wir haben eine Zeit, ich habe es noch nie erlebt, ich bin jetzt 43 Jahre gläubig, ich habe es noch nie erlebt, wie die jungen Gläubigen heute gegen die Strukturen, wenn Älteste in der Gemeinde etwas sagen, rebellieren. Manchmal macht es ganz raffiniert. Aber in Hebräer 13, 7 und 17 steht, unterwerft euch den Ältesten, denen, die vorne stehen. Ihr habt euch denen zu unterwerfen, kostet es, was es wolle. Das tun wir nicht mehr. Jeder weiß es besser. Wird rumdiskutiert. Man nimmt nicht an, dass Gott Leute gesetzt hat. Ich muss natürlich klären, ob der gesetzt ist. Ich muss klären, ob der Vollmacht zum Prediger hat. Ich muss klären, ob der von Gott ausersehen ist, im Reich Gottes voranzugehen. Ich würde keinem folgen, der das nicht hat. Aber wenn das jemand hat, dann habe ich mich zu unterwerfen. Wisst ihr, das alles ist weg. Aber das kannst du nur tun, wenn du vor Gott in Christus stehst, wenn dieser Glaubensweg der Normalfall ist. Und dann sagt die Bibel, das sind Leute, dramatisch. Er sagt, sie weiden sich ohne Scheu selbst. Wisst ihr, wo steht denn in der Bibel, dass einem Menschen gut gehen soll? Steht nirgends. Wir haben inzwischen nicht nur eine humanistische Diktatur auf der ganzen Welt, sondern wir haben eine humanistische Verseuchung in der Gemeinde Jesu, der menschliche Mittelpunkt. Ich habe mit einem führenden charismatischen Arzt gesprochen, nach einem Vortrag, wo er eigentlich hätte zusammenbrechen müssen, nach dem, was ich als Zeugnis über die Charismatik gesagt habe. Da kommt er zu mir. Ich sehe nur vor mir, strahlt. Na, ich denke, ja, wie kann der, wieso strahlt der? Dann sagt er zu mir, wissen Sie, so stand er vor mir, was das Zentrum der Bibel ist? Und ich gesagt, sagen Sie mir's. Wisst ihr, was er gesagt hat? Der Mensch. In diese Klinik rennen die Gläubigen alle hin und kommen zurück und sagen, das war wunderbar. Macht er was? Sobald ich nicht mehr vor Gott in Christus diesen geistlich-kindlich eifältigen Glaube habe, alles vom Opfer Jesu erwarte und mich ihm auf den Altar lege, werde ich alle diese Dinge, die hier im Judasbrief geschrieben sind, werde ich für alle anfällig. Diese Verführer können mich dann angreifen, die können mich packen. Der geht weiter und sagt, das sind letztendlich Wolke ohne Wasser. Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist und für das Wort Gottes. Das sind Leute, die nicht nach dem Heiligen Geist fragen, nach dem echten Heiligen Geist, nicht nach dem Wort Gottes fragen und sie sind zweimal erstorben. Wer ist zweimal erstorben? Ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, stirbt zweimal. Einmal körperlich, einmal geistlich. Er ist geistlich tot und dann ist er noch menschlich tot. Das heißt, wir haben hier das Problem, dass dann von den wahren Gläubigen, auch die Unechten, die gar nicht wiedergeboren sind, da laufen genügend rum, auch bei den Führern, dass die im Endeffekt nicht mehr erkannt werden. Er sagt, es sind dann wilde Wellen, Vers 13, des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkelheit der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Wisst ihr, das sind dann so Dinge, das sind keine Sklaven Jesu Christi, und die können dann in Ehebücher so einen Dreck reinschreiben, dass ich abtreiben kann. Das ist doch Irrsinn, aber das sind fromme Verlage, fromme Häuser, fromme Gläubige. Die frömmsten Verlage geben die Bibel wie die Volksbibel raus, was eine absolute Lästerung ist. Wisst ihr, du musst doch fragen als Gläubiger, wieso geht das heute plötzlich? Wisst ihr, warum das geht? Weil die alle das, was Jakobus schreibt, was Paulus schreibt, was Petrus schreibt und vor allem was Judas, der Halbbruder Jesu schreibt, nicht getan haben. Sie blieben nicht beim Wort, sie blieben nicht in Christus, sie sind nicht vom Angesicht Jesu stehen geblieben.
Und Jakobus zum Beispiel, der andere, sagt klipp und klar, Glaube wirkt Werke. Glaube wirkt nicht Spinnerei, Glaube wirkt nicht Hochmut, nicht illusionäre Dinge, da man plötzlich größer wahnsinnig wird, wo dann Leute sagen, das können wir die ganze Welt erreichen, sondern Glaube wirkt immer, da man gehorsam ist, dem Wort Gottes gegenüber, sich immer Jesus unterwirft, vor seinem Angesicht bleibt und Sklave Jesu Christi ist. Und wo das nicht ist, ist die Gefahr, dass etwas zweimal erstorben ist, dass nämlich die Leute gar nicht echt sind. Und dann schäumen sie ihr Elend aus, aber ihre Schande, und dann hast du diese Dinge, wo dann ein Mann, wo man im Reich Gottes als Missionar sogar verehrt hat, plötzlich hingeht und seine Frau sitzen lässt und mit der anderen abhaut. Dann hast du das alles. Weißt du, ich habe das alles erlebt. Wäre ich nicht geistlich gefestigt gewesen, ich wäre wahrscheinlich kaputt gegangen, diesen Dingen, was ich gesehen habe. Und jetzt kommt er zum Punkt, jetzt sagt er, wenn man nicht vor Gott in Christus stehen bleibt, dann passiert Vers 16. Vielleicht ist das Krebsgeschwür der Gläubigen. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Ich bin unzufrieden. Ich lese euch jetzt zwei, drei Stellen vor. Und dann muss ich sagen, wenn ich das wirklich geistlich glaube, ich habe das jetzt heute zum Beispiel in einer Art und Weise erlebt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon das vor Gott bewegt, aber dass es so radikal kommt und so total vor Gott, hätte ich doch nicht geglaubt. Gott hat mich beschämt. Indem er ein Gebet, das ich gebetet habe, ich habe schon geglaubt, dass er es tut. Aber ich habe schon innerlich sogar gesagt, ja, später. So hat es heute getan, ich war perplex. Und zwar, da steht in 2. Korinther 9, Vers 8, Gott ist mächtig, euch jede Gnade. Welche Gnade fehlt? Jede. Regel ohne Ausnahme. Gott ist mächtig, euch jede Gnade, egal wo du Gnade brauchst, im Überfluss zu spenden. Das heißt, er ist absolut in der Lage, mir jede Gnade so zu geben, mehr als ich sogar brauche, so dass er in allem, was fehlt bei allem? Nix. In allem? Alle Zeit? Gibt es dann einen Tag, wo das nicht funktioniert? Nein. Alle Genüge haben, ist dann der geringste Mangel da und überreich sei zu jedem guten Werk. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal hart, wenn jemand das ernst nimmt, nur den Vers und den im Glauben vom Angesicht Gottes, vom Herr Jesus annimmt und den beginnt auszuleben, dann ist ausgeschlossen, dass der hadert, ausgeschlossen, dass er unzufrieden ist, es ist ausgeschlossen, dass der Gott aus der Schule läuft. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass das nicht passiert. Jetzt sind wir wieder beim Jakobus, seinem Einstieg. Wir glauben es nicht. Wir glauben, wenn wir im Verstand zustimmen, ist schon alles bestens. Aber Glaube heißt, Hebräer 11, 1, 2, eine Hypostasis, eine Realisierung, eine Verwirklichung, eine Substanz, wo das wirklich passiert. Wisst ihr, und das ist das, was Judas will. Judas will im Endeffekt, dass wir kindlich, wie die kleinen Kinder, im Glaube alle diese geistlichen Dinge annehmen und dann letztendlich aus dem heraus vor allen den Dingen, vor denen er warnt, bewahrt bleiben. Ich sage es mal ganz vereinfacht, das Glaubensleben ist einfach. Ich habe die richtige geistliche Haltung Gott dem Vater gegenüber durch unseren Herrn Jesus Christus, durch sein Blut. Ich habe mich im Herrn Jesus auf den Altar gelegt als Sklave, dann kann ich vor nicht einem dieser Punkte angegriffen oder verführt werden. Geht nicht. Es hängt immer nur an meiner Glaubenshaltung. Und dann sagt er in 17, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Apostellehre. Ich will jetzt nicht extrem werden und schwäbisch das noch ins Extrem ziehen. Aber ich habe mir das Maulfusslig geredet. Anders könnt ihr's nicht, kann ich es nicht sagen. Was habe ich auf die Leute eingeredet? Apostelgeschichte 2,42. Wisst ihr, wenn ich heute eine Diskussion des Glaubens führe, im Prinzip müsste ich mich gar nicht mehr reden lassen. Ich müsste nur ein kleines Tonband nehmen. Ich habe Zeug gesagt, die gibt's. Die haben wir bei der Beerdigung abgespielt. Ich müsste eigentlich nur so ein kleines Gerät, das ist so groß wie, naja, wie so eine Dose für eine Zahnspange. Ich müsste das Ding nur in die Hosentasche reinstopfen, wenn jemand anfängt, mir auf den Tischläger draufdrücken, abspielen. Wisst ihr, ich sage die Leute immer wieder, Apostelgeschichte 2,42, sie blieben in der Lehre der Apostel.
Sie blieben nicht im Jesaja, sie blieben nicht im Daniel 9, sie blieben nicht bei der Danielsche Jahrwoche, sie blieben nicht bei Offenbarung 13, sie blieben in der Lehre der Apostel. Entschuldigung. Alle argumentieren und beweisen ihre Lehre aus anderen Dingen aus der Lehre der Apostel. Wenn es um die Entrückung geht und ich sage zu den Leuten, was steht denn in der Lehre der Apostel, dann merke ich, sie wissen gar nicht, dass es im Prinzip nur zwei Stellen gibt über die Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 und 2. Thessalonicher 2, 1 bis 9. Das sind die zwei Stellen. Dann sage ich, guck mal her, das ist die Brille. Was die sagen, das ist der Hintergrund von den anderen Bibelstellen. Wenn du das nicht glaubst, wirst du alle anderen Stellen falsch auslegen. Also du musst den Leuten sagen, das ist was hier Jakobus moniert. Er sagt, erinnert euch an den, was die Apostel gesagt haben. 2. Petrus 3, Vers 2. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind. Das ist die ganze Prophetie über Israel, über das tausendjährige Reich. Das ist die Prophetenschiene. Das zweite und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns die Apostel aufgetragen hat. Jesus hat der Apostel gesagt, was sie schreiben sollen. Das sind die Lehrbriefe. Das ist das, wenn in der Bibel steht, bleibet in mir. Zieh den alten Menschen aus. Zieh den neuen an. Du wirst durchs Blut Jesu nahegebracht. Das sind alle diese geistlichen Wahrheiten. Und wenn das doch stimmt, dann muss ich nur das tun. Und jetzt sagt Paulus in 1. Korinther 4, 6, ich darf nicht übers Geschriebene hinausgehen. Finger weg von allem, was das nicht meint. Dann kannst du alles, aber auch absolut alles, was Judas in seinem Brief schreibt, eine Gefahr, kannst du abhaken. Es kommt nicht. Sobald jemand so vorgeht, sich mal Jesus auf den Altar legt mit dieser geistlichen Haltung, dass er die Lehre der Apostel wirklich als Indikator, als das nimmt, was gemeint ist, und von dem alles betrachtet und das mit der Herzensstellung, der Hingabe an der Jesus, du bist der Herr, ich der Sklave, mach mit mir, was du willst, durch dich habe ich zum Vater Zugang, ich brauche dem Vater keine Leistung bringen, sondern ich muss nur im Glauben vor deinem Angesicht stehen, mit der Haltung, dann bricht der zum völligen Sieg durch. Wenn nicht, dann wirst du ein Teil von dem sein, wo es dauernd Trennungen gibt, wo es dauernd Händel gibt, wo es dauernd Streit gibt, wo nie Ruhe hereinkommt. Gell, und er sagt, oft sind da Menschen beteiligt, da steht natürliche Menschen, da steht im Griechischen seelische. Natürliche Seelische, die nicht wiedergeboren sind. Und jetzt sagt er in Vers 20, ihr aber. Also er sagt, wisst ihr, das ist eindeutig. Er listet die alle auf. Sagt am Anfang, du musst den Kampf des Glaubens kämpfen, dann listet er das alles auf, den ganzen Dreck. Ist ja Dreck. Und dann sagt er, ihr aber, das heißt, ihr im Gegensatz zu dem, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Sind wir wieder da. Er sagt, du musst im Glauben erbaut werden. Wisst ihr, zu mir kommen die Leute und sagen, oh, es war nicht erbaulich. Ich muss sagen, selber schuld, hättest du dich auf deinem Glauben erbauen können. Wisst ihr, der Mensch ist sowas von primitiv egoistisch, dass mir manchmal die Luft wegbleibt. Da steht eiskalt, du sollst dich auf deinen allerheiligsten Glauben. Warum ist der allerheiligste? Wisst ihr, was heilig heißt? Heilig ist ein ganz einfaches Wort. Wenn ich sage, ich bin ein Heiliger, ich bin ein Heiliger, ist euch das klar? Wisst ihr, was heißt? Heilig heißt nur Gott gehören, sonst gar nichts. Heilig heißt, ich gehöre Gott. Wenn Gott etwas geheiligt hat, dann ist er hingegangen, hat es mit Blut und Öl, das ist genau das, was bei der Wiedergeburt passiert. Ich bin gewaschen in Jesu Blut, habe der Heilige Geist empfangen, damit bin ich mit Blut besprengt und mit dem Öl gesalbt. Und derselbe Sekunde sagt das Alte Testament, das das Musterbeispiel ist, gehöre ich Gott, so nimmt er was in Besitz, also kann ich guten Rechtes behaupten, ich bin heilig. Ich gehöre ihm. Wisst ihr, wenn wir das endlich annehmen würden, dass wir Heilige sind, dass wir Gott gehören und dass wir nur in diesem Allerheiligsten Glauben, das was von Gott kommt, allerheiligst heißt, dass er das alles geschaffen hat durch das vollkommene Opfer, Hebräer 10, 10 und 14, durch Jesu Blut. Ich muss es nur noch wie ein kleines Kind annehmen, so wie es der Apostel beschreibt. Dann passiert etwas. Dann werde ich auch in der Liebe Gottes bewahrt. Wie bewahre ich mich in der Liebe Gottes? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in meinem Herz. Wenn ich die richtige Glaubenshaltung Gott gegenüber einnehme, indem ich vorm Angesicht Jesu stehe,
beginnt der Heilige Geist automatisch diese Liebe in mir zu wirken. Der wirkt die, wenn ich vorm Angesicht Jesu stehe. Stehe ich nicht vorm Angesicht Jesu, kann ich alles zusammenreißen und mich zwingen und mich, ich sage mal so, innerlich fast vergewaltige, dass die Liebe Gottes da ist. Die kommt nicht. Kommen die Leute zu mir und sagen, ich empfinde keine Liebe. Gefühl hat sowieso keinen Wert, das wisst ihr ja. Ihr wisst ja, was Isaac passiert ist. Er hat Esau gefühlt, wer war es? Jakob. Also von daher sagt die Bibel eindeutig, was Gefühl wert ist, nichts. Sondern ich muss einfach ein kindlichem Glaube das annehmen, dann ist auch die Liebe Gottes da und dann kann ich mich, Vers 22, über die anderen erbarmen. Versteht ihr, wenn ich nicht selber immer ein schlechtes Gewissen habe, nicht selber dauernd das Gefühl, ich bin zurückgeblieben, ich bin zu kurz gekommen, dann bin ich frei für die anderen. Wenn ich weiß, ich kann noch so schwach sein, wisst ihr, ich habe jetzt wieder ein Erlebnis gemacht auf der Schweizer Freizeit. Ich bin ja schon nach. Zu mir hat mal jemand gesagt, du bist ein Hektiker. Der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe in der Hektik, auf der Freizeit, war natürlich eine Falle vom Teufel, ich habe auf der Freizeit 2 Stunden oder 3 Stunden bevor ich, was könnte auch mehr sein, auf jeden Fall, ich habe kurz vorher ein Blutdruckmittel, das relativ stark ist, das ich nehmen muss, habe ich 2 Tabletten genommen. Ich sage mir zu meiner Frau, habe ich jetzt 2 Tabletten genommen? Und dann sage ich innerlich, na ja, das wird ja nichts machen. Und dann gehe ich auf die Wanderung mit den Leuten und dann kriege ich einen Kollaps. Ich musste mich 2-mal erbrechen. Ich bin rumgelaufen, wie wenn ich einen Vollrausch gehabt hätte. Also ich war nicht mehr bei mir. Und dass ich überhaupt nochmal zurückkomme bei das Auto, ist fast ein Wunder. 2 Stunden später, Verkündigung, 1. Dienst dieser Freizeit. Was machst du jetzt? Du kannst bloß sagen, ja, du stellst dich vor das Angesicht Jesu, glaubst, dass das vollkommene Opfer trotzdem wirkt. Und wenn du ohnmächtig da vorne stehst und Gott dir den Auftrag gegeben hat, an dem Tag zu predigen, dann predigst du als Ohnmächtiger und es wirkt. Warum überhaupt nicht reden? Wisst ihr? Und ich habe das gemacht, ich bin weg. Ich kann es fast nicht fassen. Dazwischen wurde es mir wieder schlecht, dass mich wieder gewirbelt hat. Ich konnte alle 3 Verkündigungen, konnte ich durchziehe. Und meine Frau sagt, es hat eingeschlagen. Und wenn ich eines sicher sage, meine Frau redet mir nicht noch im Mund. Wenn da nur das Geringste ist, sie sagt mir es. Und zwar so deutlich, dass das also gar kein Zweifel ist. Wenn sie sagt, es hat voll durchgeschlagen, dann war es aber so. Wisst ihr, hat da jetzt die Schwäche eine Rolle gespielt? In dem Moment, wie ich im Glauben erwartet habe, dass er wirkt, was ist dann passiert? Jakobus sagt, wer den geringsten Zweifel hat, kriegt nichts. Judas sagt, du musst im Endeffekt nur den Kampf des Glaubens kämpfen. Du musst im Glauben kommen, ohne Zweifel. Dann passiert's. Und das meint er. Wisst ihr, ich glaube, dass das mit Corona erst ein Anfang ist. Ich glaube, dass wir viel schlimmere Dinge erleben müssen. Wir werden in Situationen kommen, wo wir nichts mehr haben, wo wir vielleicht keine Bibel mehr haben, keine Gemeinschaft mehr haben. Vielleicht trainiert uns Gott jetzt gerade, was mal später kommt. Wo wir nur auf eines angewiesen sind, im kindlichen Glauben, vorm Angesicht Jesu, vielleicht gefesselt, vielleicht halbtot, mein Herz hinauf zu versammeln zu meinem Jesus, und das kann ich laut Hebräer 10, 19, durch Jesu Blut, habe ich das Recht, direkt zu ihm zu gehen, dass ich nur dann geistlich mich zu ihm hinauf versammle, und dann wird er alles tun, was notwendig ist. Wisst ihr, ich weiß auch von Situationen, wo man Menschen gefoltert hat, die hätte die Schmerzen nicht aushalten können. Junge Frauen haben gefoltert, dass die Knochen rausguckt haben, aus dem Fleisch. Wisst ihr, was passiert ist? Die Folterknechte sind zum Kaiser Nero und haben gesagt, wir bittet um Gnade, nicht für die Frau, für uns. Die haben zu ihm gesagt, wir haben keine Kraft mehr, diese Frau zu foltern. Die hält alles aus. Bei der war es, wie wenn das Schmerzzentrum ausgeschaltet wäre. Das kann Gott. Er ist der Schöpfer, er ist der Herr. Sobald ich im Glaube in Christus komme und als Sklave Jesu Christi mich ihm auf den Altar lege, kann er die wunderbarsten Dinge mit mir tun. Und dann ist es so, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, dann werde ich, so wie er hier sagt, unser Judas in Vers 24, dann werde ich, weil Gott diese Macht hat, dann werde ich in keinster Weise straucheln, sondern werde unsträflich bewahrt bleiben und werde mit Freuden wo sein? Vor dem Angesicht seiner Herrlichkeit. Wer ist die Herrlichkeit Gottes? Der Herr Jesus.
Dann kann ich vor dem Angesicht Jesus stehen, dann ist wieder alles ganz einfach. Wisst ihr, wenn du das jetzt alles zusammennimmst, sagt die Bibel, der alleinweise Gott, der uns die Rettung gegeben hat, er hat die Herrlichkeit, er hat die Macht. Da steht im Griechischen bei Macht Kratos, das heißt die Kontrolle, er kontrolliert alles und zwar bis hinein in alle Ewigkeit. Ich möchte es vereinfachen. Das ist auch Klagelieder 3, 21. Gnadenbeweise sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, weil seine Gnade jeden Morgen neu ist. Und zwar, das ist ein ganz einfacher Vorgang, das muss man sich vergegenwärtigen. Wenn ich den Jakobus richtig verstehe, geht es bei ihm um den Zweifel. Bei Jakobus geht es immer um den Zweifel. Bei Judas, ich nehme jetzt ausdrücklich mal die zwei, man nennt sie ja die katholischen Briefe, das sind die harten, die nichts wie der Paulus beweisen, sondern die es da einfach hinschmeißen. Der Judas, bei ihm geht es um den Glauben, beim Jakobus geht es um den Zweifel, beim Paulus geht es um die Stellung in Christus. Aber es ist immer das Gleiche, wenn du die richtige Haltung einnimmst, Vers 3, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Jetzt geht doch mal hin zu den Gläubigen und sag, erklär mir einmal, was hat uns Gott für den Glauben überliefert? Was meint er damit? Für was soll ich kämpfen? Ich kann euch jetzt schon sagen, was er für Antwort kriegt. Keine. Wisst ihr warum? Nicht, weil die Gläubigen so ungeistlich sind, sondern weil Satan alle Register zieht, dass wir uns nicht mit diesen Dingen beschäftigen. Darum ist es vielleicht gut, dass man mal den Judasbrief wirklich durchnimmt. Und er sagt klipp und klar, du sollst für das kämpfen, was ein für alle Mal überliefert ist. Und dann sagt er ganz glasklar, auf dieser Haltung müsst ihr euer Glaubensleben leben. Das ist der allerheiligste Bereich. Und jetzt müsst ihr auch beten. Und dann betest du auch im Heiligen Geist. Das ist nicht Zungenrede, sondern bete im Heiligen Geist, ist, wo der Heilige Geist mein Herz erfasst. Dann hast du ein völlig anderes Gebetsleben, eine völlig andere innere Haltung und sagst, dann wird auch die Macht Gottes in der Lage sein, dich vollständig, ohne dass du strauchelst, zu bewahren. Und dann kommt sogar noch das i-Tüpfchen. Dann sagt er, dann wirst du mit Freuden vor seinem Angesicht stehen. Nicht erst bei der Wiederkunft, sondern jetzt. Kann das sein, dass die ganzen Briefe aus verschiedenen Perspektiven immer nur letztendlich das vollkommene Opfer, das ist der erste Teil, und das zweite, meine Reaktion drauf, meinen. Ja, ich habe die Bibel so oft gelesen, ich komme zu keinem anderen Schluss. Es ist immer das Gleiche, Gott stellt das vollkommene Opfer dar, was der Jesus getan hat, und dann stellt sie ganz einfach dar, wie er darauf reagieren soll. Fertig. Und hier bei Judas ist eindeutig. Ich soll vom Angesicht Jesu diesen Glauben bewahren. Nochmal, Jakobus, die zwei müssen wir fast parallel lesen. Jakobus sagt, wenn du das tust im Glauben, du hast den geringsten Zweifel, passiert nichts. Also ohne Zweifel, das möchte ich betonen. Paulus sagt, es ist nichts anderes, wie in Christus zu bleiben. Er umschreibt es genau, er erklärt es. Die zwei erklären das nicht. Das heißt, ich muss einfach vom Angesicht Jesu bleiben, mich vor ihn hinstellen und sage, so jetzt. Und dann werde ich alles überleben. Wisst ihr, was das für einen Effekt erzeugen muss, zwingend? Dann habe ich keine Angst mehr vor der Endzeit. Ich habe keine Angst. Ich habe komischerweise keine Angst vor der Endzeit. Ich glaube an Lukas 21, 36. Wenn ich wache, bitte und bete, wird er mich entfliehen lassen. Frag mich nicht wie, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn ich vom Angesicht Jesu bleibe, werde ich entfliehen. Wie ich entfliehe? Keine Ahnung. Lässt er mich sterben? Findet sie mich nicht? Kann ich mich verdrücken? Lasst sie mich komischerweise in Ruhe. Das ist ja immer wieder passiert. Sie haben niemanden in Ruhe gelassen. Einen haben sie völlig in Ruhe gelassen von den Gläubigen. Wissen, das alles kann er tun. Aber die Bedingung für das alles ist, ich bin vor Gott in Christus. Ich bleib, wie Judas sagt, praktisch vorm Angesicht Jesu. Ich habe diesen kindlichen Glaube. Um den kämpfe ich, dass ich immer in kindlicher Glaube vor mir Jesus bin. Und durch ihn vom Vater im Himmel und durch ihn auch weiß, damit ist Gott zufrieden. Wissen Sie, dieser dauernde Druck, ich muss, ich soll, der macht mich kaputt. Ich muss lernen, dass Gott, wenn er der Herr Jesus sieht, völlig zufrieden ist. Wenn ich in Christus bleibe, sieht er nicht mich, sondern seinen Sohn. Bin ich völlig in Sicherheit vor Gott. Und jetzt muss ich nur noch darauf reagieren und sagen, dann kann ich alles riskieren. Leg mich auf den Altar und gebe mich ihnen hin. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, dann uns, durch den Wille Gottes. Und dann hast du das, was der Judas sagt. Dann hast du völlige Bewahrung. Dann hast du die Herrlichkeit. Und das vom Angesicht Jesu, wisst ihr wie lang? Bis hinein in alle Ewigkeit. Wie gesagt, was ganz Radikales, was wir einfach nicht fassen können, glaubensmäßig.
Sie sagt hier praktisch, es funktioniert immer. Wie geht's dir? Blödste Frage, die ich kenne. Ich würde mir mal wünschen, dass ein Gläubiger zu mir kommt und sagt, wie stehst du gerade vor ihm? Das wäre doch herrlich, oder? Wie stehst du gerade zu ihm? Was ist mit euch zwei? Wisst ihr, das wäre doch wunderbar. Wenn das einzige Problem ist, dann müsste ich doch das vereinfachen. Und dann fragt mir die Gläubiger immer, wie geht's dir, und zwingt sie dazu, weil sie meistens ja keinen Mut haben, dass sie lügen oder heucheln oder tricksen. Gibt dann die ganz Schlauen, die sagen, mir geht's glänzend, weil ich gerade geschliffen werde. Könnt ihr gleich sagen, dreckig. Ich sag's inzwischen direkt. Wenn mich jemand fragt, wie geht's, dann sage ich schlecht. Oh, Gott, mir geht's schlecht. Ist doch normal, oder? Wir müssen doch viele Trübsale ins Recht Gottes eingehen. Kampf. Und die Bruderschaft, wo meine Frau herkommt und ich auch stark geprägt wurde, die hat etwas gehabt, das passt auch zum Judas, mit dem möchte ich auch schließen, die hatte einen Wahlspruch. Die haben sich begrüßt und verabschiedet, das hat mich beeindruckt. Die haben immer gesagt, Kampf und Sieg. Und ich denke, das ist es. Wir haben den Kampf, wir haben den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich muss nur in kindlichem Glauben, durch den Glauben, den er mir sogar geschenkt hat, ich muss mich nicht einmal anstrengen, ich darf den nur benutzen, vor sein Angesicht stellen, und dann kommt der völlige Sieg. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast uns mit dem Vater versöhnt durch dein kostbares und teures Blut. Du hast uns dieses große, vollkommene Opfer gegeben. In der Stunde, als du uns gerettet hast, haben wir den Geist der Sohnschaft empfangen. Du hast uns in einem Geist zu einem Leib getauft. Du hast uns wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du wohnst durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Wir haben diesen Geist des Glaubens empfangen. Und jetzt ist es dein einfacher Weg durch diese wunderbare Schneise, die du durch alle Himmel geschlagen hast, dass wir bis vor dein Angesicht in kindlichem Glauben treten können. Und dass wir nur in diesem Glauben, den wir ja haben, kommen dürfen und alles andere wegtun müssen. Und dann auf dieser kindlichen Herzensstellung, wo wir auch überzeugt sind, dass das der Vater im Himmel wirklich völlig zufrieden ist mit uns, dass wir uns dann dir hingeben als Sklave Jesu Christi. Und jetzt hilf uns, dass wir lernen, diese Einfachheit einfach anzuwenden, auf das du verherrlicht wirst. Dein wunderbares Tun, dein Opfer, und durch dich, der Vater im Himmel. Wir beten dich dafür an. Amen.